10 Jahren sieht die Hochschule nicht komplett anders aus, aber ich hoffe in vielen Details. Nummer 1 ist physisch, die Räume. Die Räume werden sich ändern. Wir werden viel weniger von den klassischen Vorlesungssälen sehen und viel mehr Räume, die für Zusammenarbeit gestaltet sind, die Interaktion ermöglichen. Und da kommen wir direkt zum nächsten Punkt, Interaktion, Zusammenarbeit. Wir werden eine Lehre sehen, die sich viel, viel mehr bezieht auf Projektarbeit, darauf, dass die Leute miteinander gemeinsam Sachen erarbeiten und viel weniger so Top-Down-Lehre. Und kommen wir zum letzten Punkt, Future Skills. Die Kompetenzorientierung an Hochschulen wird sich ändern, wird sich verbessern. Wir sehen schon jetzt, dass viele Leute diese Ideen aufnehmen, junge Menschen bereit zu machen für den Arbeitsmarkt der Zukunft und auch in Zukunft, im digitalen Zeitalter, selbstwirksam tätig werden zu können. Ich bin also sehr optimistisch.